Einer der Behandlungsschwerpunkte in meiner Praxis liegt ja im Bereich des Themas Darmgesundheit. Reizdarm, Nahrungsmittelallergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Co. und alles, was da so dazugehört. Und eine Ursache der Reizdarmsymptomatik, der Beschwerden, die damit einhergehen, liegt im Bereich des Dünndarmes, nämlich die sogenannte Dünndarmfehlbesiedlung. Und diese Dünndarmfehlbesiedlung, die ist immer noch unterrepräsentiert. Vielen Therapeuten ist dieses Krankheitsbild nicht richtig eingängig, nicht richtig bewusst. Und was mir immer auffällt in den sozialen Medien, wenn so Empfehlungen gegeben werden bei bestimmten Beschwerden, das ist alles gut gemeint, aber häufig fehlt es daran, dass letztendlich die Ursache der Beschwerden richtig abgeklärt wurde. Und je nachdem, welche Ursache bei einer Reizdarmsymptomatik zugrunde liegt, ergeben sich völlig andere therapeutische Vorgehensweisen, völlig andere therapeutische Wege. Die Problematik ist, dass diese Beschwerden, die mit dem Reizdarm einhergehen, so sind so die vier Hauptbeschwerden, die Sie im Hintergrund sehen, die Schmerzen, die Krämpfe, die auftreten können, die Blähungsbeschwerden mit Meteorismus, der entweder nach oben drückt, zu einem Reflux führt oder der Luft, die gar nicht abgehen kann oder eben stinkende Windabgänge. Also schon, Sie sehen schon völlig unterschiedliche Arten, wie Blähung sich letztendlich bei einem Menschen bemerkbar machen kann. Oder dann eben auch die Stuhlunregelmäßigkeiten, die Durchfall, der Diarrhoe oder eben eine Obstipation oder eine Verstopfung. Das sind so diese vier Hauptsymptome. Und hinter diesen vier Symptomen, wie gesagt, können sich völlig unterschiedliche Krankheitsbilder verbergen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dr. Ralf Kirchham. Ich bin Facharzt für Labormedizin und wie gesagt, jetzt geht es um die Dünndarmfehlbesiedlung. Ich stelle Ihnen das mal ganz kurz vor, was es da eigentlich so auf sich hat. Wenn wir uns mal hier angucken, ich habe eine anatomische Abbildung mal mitgebracht von dem Darm, dann ist es so, dass der Darm nicht nur so ein durchgängiges Rohr darstellt, sondern wirklich extrem viele unterschiedliche Kompartimente, Abstufungen hat mit völlig unterschiedlichen Funktionen. Wir sehen hier im Bereich des Darmtraktes eben diesen Bogen hier außenrum. Das ist im Grunde genommen der Dickdarm, das letzte Stück des Darmes, das wie so ein Rahmen sich außenrum legt. Aber was wir hier in der Mitte hier drin haben, das Gekräusel, was Sie hier sehen, das ist der Dünndarm. Und der Dünndarm, der hat wirklich eine Vielzahl von Funktionen. Hier in diesem Bereich erfolgt die komplette Aufnahme der Nahrung. Und normalerweise ist es so, dass wir Darmbakterien finden im Bereich des Dickdarmes, also im Bereich dieses Rahmens hier außenrum. Und im Bereich des Dünndarmes hier mittendrin ist sozusagen eine Keimarmut. Hier finden wir kaum Bakterien. Und bei einer Dünndarmfehlbesiedlung kommt es zu einer Überwucherung von Bakterien, die meistens aus dem Dickdarm kommen, in den Bereich des Dünndarms. Das heißt, die wandern zurück. Und wir finden damit bei der Dünndarmfehlbesiedlung zu viele Bakterien an der falschen Stelle. Das heißt, diese Bakterien, die haben im Bereich des Dünndarms unter normalen Bedingungen überhaupt nichts verloren. Wenn eben jetzt im Bereich des Dünndarms diese Bakterien sich dort finden, dann verwerten die Nahrungsmittel, die wir uns einfach jeden Tag zuführen. Alles, was wir essen, wird durch diese Darmbakterien bereits verwertet. Der Körper kann gar nicht reagieren, kann gar nicht schnell genug letztendlich die Nahrungsbestandteile aufnehmen. Die Bakterien fressen das sozusagen alles weg. Und bei diesen Stoffwechselabbauwegen entstehen eben diese Gase, entstehen diese toxischen Metaboliten, entstehen Entzündungsprozesse, freie Radikale entstehen. Und die Dünndarmfehlbesiedlung ist in vielen, vielen Fällen Ausgangspunkt von einer Milchzuckerunverträglichkeit, Ausgangspunkt von einer Fructoseintoleranz, Ausgangspunkt von einer Histaminose, Ausgangspunkt von einem durchlässigen Darm. Das heißt, nicht der durchlässige Darm war als erstes da, sondern die Dünndarmfehlbesiedlung ist der Triggerfaktor, der den Darm dann entzündet oder zur Entzündung des Darmes führt und den Darm damit durchlässiger macht. Die Enzyme, die in den Schleimhäuten sitzen, in den Zotten sitzen, in den Darmzotten sitzen, die gehen kaputt im Rahmen von so einer Dünndarmfehlbesiedlung, von einer Entzündung.
Und hier ist es sehr unterschiedlich bei den einzelnen Patienten. Die Beschwerden, die gehen von bis. Und auch die Ursache, was dazu führt, warum die Dünndarmfehlbesiedlung auftritt, ist sehr, sehr vielfältig. Und das kann man einfach nicht so über einen Kamm scheren. Es funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Und Sie würden mir recht geben, wenn Sie dieses Video angucken, weil Sie vielleicht die Empfehlung gefolgt haben von Apothekerin, von Facebook irgendwo, was gelesen haben in einer Gruppe. Das hat mir auch geholfen. Oder ich sage immer, meine Oma hat es auch geholfen. Es funktioniert in vielen, vielen Fällen nicht, weil die Menschen natürlich unterschiedlich sind und es gibt unterschiedliche Ursachen. Und das ist letztendlich Aufgabe von mir, dass wir diese Dinge einfach dann gemeinsam letztendlich abklärt und die Ursache herausfindet. Wenn wir uns jetzt angucken bei der Dünndarmfehlbesiedlung, dann müssen Sie sich darüber im Klaren sein, es zeigen jetzt Studien, und das ist das wirklich der Wahnsinn, dass man praktisch bei mehr als 2/3 der Patienten, die eben so eine Reizdarmsymptomatik zeigen, ist die zugrunde liegende Ursache der Dünndarmfehlbesiedlung. Und nochmal von den Begriffen her, wenn man das auch in der Verwirrung ist, nochmal die Dünndarmfehlbesiedlung, gibt es andere Begriffe her, nennt sich dann bakterielles Overgrowth-Syndrom oder bakterielles Überwucherungssyndrom oder der englischsprachige Ausdruck eben Small Intestinal Bacterial Overgrowth, das ist die SIBO. Das wird häufig auch bei uns im deutschsprachigen Raum mittlerweile verwendet, SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth-Syndrom. In diesen ganzen Begriffen verbirgt sich das Gleiche. Und das Ganze kann man relativ gut und einfach nachweisen. Vielleicht kennen Sie die Atemteste schon für Laktose oder Fructose. Das Prinzip funktioniert so ähnlich. Das heißt, wir setzen einen Testzucker zu und gucken uns dann an, ob Bakterien vorhanden sind. Und wenn ja, dann produzieren diese Bakterien Gase. Und diese Gase machen wir uns dann, oder diese Gase weisen wir uns nach. Und hier habe ich zum Beispiel so einen SIBO-Atemtest mit Lactulose, wo wir sehen, dass wir einen deutlichen Anstieg der Wasserstoffkonzentration in der Ausatemluft finden. Ich werde in den nächsten Tagen hier bei YouTube und Facebook noch einige Videos dazu publizieren oder letztendlich publizieren, freischalten. Das ist hochtrabend, freischalten. Ein paar Videos noch dazu freischalten. Sie finden aber auch auf meiner Homepage www.dr-kirchham.de, blende ich Ihnen unten nochmal ein, finden Sie eine komplette Videoreihe zur Dünndarmfehlbesiedlung, wo ich detailliert auf die Anatomie nochmal eingehe, auf die Triggerfaktoren, das Ganze, also auf die auslösenden Faktoren eingehen, wo ich noch einiges zur Therapie verrate und erzähle, wie man dort vorgehen kann. Und Sie finden dort auch Informationen über die Teste, über den Wasserstoff-Atem-Test, über die Mikrobiom-Diagnostik, über die organischen Säuren, über die Bausteine, die wir dort in der Diagnostik brauchen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über jeden Daumen hoch. Teilen Sie es an Betroffene. Und ich weiß, die Zahl ist ganz enorm. Und ich weiß, wie viele Menschen massive Beschwerden haben und über viele, viele Jahre damit rummachen und einfach überhaupt nicht weiterkommen. Also in dem Sinne wünsche ich Ihnen beste Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.